Seit Anfang des Jahres ist der neue Hubschrauber Christoph 26 der ADAC Luftrettung beim Nordwestkrankenhaus Sanderbusch stationiert und hat bereits 260 Einsätze geflogen. Am Montag wurde das neue Fluggerät, ein Airbus H145T2, in einer Feierstunde im Hangar offiziell seiner Bestimmung übergeben. Für den neuen Helikopter hat die ADAC Luftrettung rund 9 Millionen Euro investiert. Im Laufe der geplanten 20 bis 25 Einsatzjahre werde das Dreifache der Anfangsinvestition in die Wartung der Maschine investiert. Christoph 26 hat einen Einsatzradius von 70 Kilometern und versorgt auch die Inseln. Sanderbusch ist eine von 4 24-Stunden-Stationen der ADAC-Luftrettung. Auch Landrat Sven Ambrosi freute sich über den neuen Christoph 26, aber auch über den Einsatz der Rettungskräfte. Ambrosi kündigte ebenfalls an, dass bald ein neuer Hangar errichtet werden solle. Wir brauchen einen größeren und ich hoffe, dass wir den Bau so schnell wie möglich umsetzen können. Dafür werde der ADAC noch einmal richtig Geld in die Hand nehmen, so Ambrosi. Einen Höhepunkt der Veranstaltung stellte der kleine Testflug im Rettungshubschrauber dar, den jeder Freiwillige erleben durfte.